alles zum WM-Spiel werdet ihr jetzt erfahren im Soundvlog. Und damit herzlich willkommen zum 305. Soundvlog. Ja, live mal wieder. Wir sind zwar relativ früh dran, trotzdem live. Heute gibt es viel zu tun für mich. Unter anderem das Deutschlandspiel gucken, Deutschland gegen USA. Und wir werden uns gleich mal einen musikalischen Weg aussuchen, wie man möglicherweise das Ergebnis schon vorhersagen kann. Die WM-Orakel sind ja seit diesem komischen Tintenfisch, das war jetzt wahrscheinlich diskriminierend, weil es irgendwie ein anderes Tier war, aber seit diesem komischen Viech da aus irgendeinem Sea Life Park oder so gibt es überall irgendwelche Vorhersagen. Die besten Vorhersagen trifft meiner Meinung nach Google, aber ich bin mir nicht sicher, ob die sich äußern. Aber die können ja anhand der Suchanfragen für jedes Team so ein bisschen ermitteln, welches Team beliebter ist und welches Team dann die besseren Fans hat und die besseren Motivatoren darstellt. Ja, was dann letztendlich zum Sieg der Mannschaft führt. Wir werden es sehen. Ansonsten, ich sag's einfach jetzt schon mal, auch wenn noch niemand im Chat ist, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich fahre gleich nach diesem Vlog sofort zum Music Store, weil wir da drehen werden für ein Kika-Format. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht treffe ich ja jemanden. Könnte ja sein, wenn das jetzt jemand sieht und sich denkt, ach, hab heute nichts Besseres vor, ich wollte eh nochmal irgendwie Kabel kaufen oder Plektren. Oder ich wollte dem Klaus noch diese komischen Schutzmechanismen für den Gitarrengurt kaufen, bei dem ich vergessen habe, wie die heißen. Dann könnt ihr das heute machen und mir über den Weg laufen. Ja, mal gucken, was wir da heute machen. Wir werden wahrscheinlich so ein paar Dreiklangsgeschichten machen mit der Gitarre, aber auch mit anderen Instrumenten, aber mit der Gitarre auch. Und ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen aufgeregt. Zum Beispiel hier so ein A-Moll. Dreiklang kriege ich hin. So, jetzt möchte ich aber aus diesem A-Moll, zweite Umkehrung, ja? Weil der Grundton, das A, das liegt in der Mitte. Daraus möchte ich jetzt einen C-Dur-Dreiklang in der ersten Umkehrung machen. Wo das, ne, das C habe ich ja hier eh schon. Aber jetzt ist die Frage, wie mache ich aus diesem A ein G? Ich muss also umgreifen. Ne, irgendwie so. Ist das ein guter Griff? Bin mir nicht so sicher, aber ist irgendwie der einzige, der sich mir also anbietet. So, und jetzt, wenn ich noch... Ich brauche mal irgendwie... Ich mach's einfach auf den mittleren. Jetzt. Achso, jetzt will ich wieder in die zweite Umkehrung zurückgehen. Das war das Ding. Also nochmal. Also was wir mal versuchen ist A-Moll, C-Dur, G-Dur, F-Dur. Und zwar alles in der zweiten Umkehrung bis halt auf den zweiten Akkord, bis auf dieses C-Dur. Das heißt, später brauchen wir den. G-Dur, F-Dur. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ihr könnt übrigens skippen, falls ihr möchtet. So einfach. Ja.
langsam. Sehr schön. Wisst ihr noch, was eine pikardische Terz ist? Wenn ich zum Beispiel das hier spiele. Moll. Ja, und keine Ahnung. Und dann auf einmal in Dur ende, anstatt in A-Moll. Ne? Ich spiele jetzt hier einfach A-Dur. So ein bisschen habe ich das doch auch... Ja, kann man nicht sagen. Bei Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers am Ende gibt es ja auch diesen A-Dur-Teil, aber der ist relativ lang eigentlich in Dur, ne? Der ist nicht so überraschend. Kann ich das noch? Ja, aber da eben dieser ganze Teil hier vor auch schon A-Dur ist, kann man es leider nicht als pikardische Terz betiteln. Wenn das jetzt hier alles A-Moll wäre. Und auf einmal geht es eben ins Cis anstatt ins C. Könnte man von einer Anhebung der Terz zum Schluss sprechen. Einfach, glaube ich, deshalb, weswegen ist das denn nochmal so? Ich glaube, ich bin mir da auch fast sicher, es gab eben vor einiger Zeit, keine Ahnung, zu Barockzeiten, da gab es auch noch andere Stimmungen, da klangen einfach bestimmte Tonarten noch ziemlich schräg, weil es nicht die gleichstufige Stimmung gab. Und dann musste man sich immer überlegen, gerade bei geistlichen Stücken, wie beendet man die denn jetzt? Weil oft wollte man, dass es möglichst göttlich und möglichst perfekt endet. Und so kam es, dass auch ganz am Anfang meinetwegen gar keine Terz im Schlussakkord war, weil die Terz schon als zu reibend, zu unrein klang. Das lag auch an der Stimmung, aber auch an den Hörgewohnheiten natürlich. Und eine Mollterz ging schon mal gar nicht. Und deswegen konnte ein ganzes Stück wunderbar in Moll sein. Also keine Ahnung, gibt es von Bach gibt es zig Beispiele. Und da war es dann tatsächlich sogar sehr, sehr besonders, wenn mal nicht die pikardische Terz am Schluss stand, sondern wenn das Stück tatsächlich auch in Moll aufgehört hat. Ich weiß das noch, weil ich auch damals in der Schule die Matthäus-Passion mitgesungen habe, dass die in Moll endet. Und irgendjemand im Chor hat gemeint, das wäre total, richtig, der Bach hat es durchgezogen, so nach dem Motto, richtig mutig von Bach oder keine Ahnung, er weiß einfach, was er tut, indem er sagt, so, ihr könnt mich alle mal, ich mache die Matthäus-Passion Moll, alles ist schlecht, weiß nicht, wir sind alle traurig und deswegen hat diese Passion auch in Moll zu enden. Kann man ja mal so ein bisschen prüfen, ich bin da nicht ganz so versiert, aber an sich interessant ist es schon, mal zu gucken, halt, was es so an großer geistlicher Literatur gibt, vielleicht noch andere Passionen von anderen Komponisten oder auch von Bach selbst, Johannes-Passion oder so, ob die in Moll enden oder ob die teilweise dann auch in Dur enden. Ja, ich habe übrigens mein Mikrofon lauter gemacht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, weil ich es ungefähr um 20 dB angehoben habe. Ich weiß nicht, ich muss vielleicht mal Batterie wechseln. Aber ich hoffe, dass das jetzt gerade soundmäßig alles so klar geht. Und woher jetzt auf einmal dieser Pegeleinbruch kommt, ist mir völlig schleierhaft. Aber es war ja gestern nicht nur hier optisch sehr leise, sondern als ich mal reingehört habe, das ging ja wirklich nicht. Das ging ja nicht klar. Gucken wir mal in den Chat, da gibt es nämlich schon einiges, was sich tut. Heieiei, sind drei Leute sind schon da. Ich bin gleich wieder da, hole mir noch schnell einen Kaffee, schreibt Zero L. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem Kaffee und guten Morgen. Instrumentenfreak ist auch dabei. Und Better Media fragt wieder, ob der Vlog denn angekündigt war. Und Zero L sagt, ja, vor 38 Minuten. Ich werd besser, oder? Ich fand's nicht schlecht. Ich habe mal eine Harmonielehre-Frage von Instrumentenfreak. In welcher Tonart ist Hey Joe von Jimi Hendrix und warum? So, dann gucke ich doch mal. Wahrscheinlich wird mir jetzt hier alles wieder gesperrt.
Vielleicht kann ich ja mal ein Cover eingeben, damit ich nicht das Original hier spiele. Ich hoffe, es ist in der richtigen Tonart. Na komm. Ja, das klingt ja schon mal sehr durig. Na komm. Komm, pack das Riff aus. Ist das ein S? Könnte ja S-Dur sein, ne? Also zumindest das ist erstmal S-Blues. Wenn du mal anfängst. Ja, irgendwie Drop S oder sowas, ne? Ich nehme mal an, die ganze Gitarre ist einen Halbton tiefer gestimmt. Ich weiß nicht, ob Hendrix das auch gemacht hat. Also ich würde mal sagen, dass Hey Joe ziemlich weitgehend in einer Blues-Tonart ist. Also man sagt dann ja eher Dur, auch wenn viele Blue Notes da drin sind, die dem Molltonraum zugeordnet sind. Und je nachdem, ob die Gitarre jetzt tiefer gestimmt ist oder nicht, ist sie entweder in E-Dur oder in S-Dur. Wie geht denn das nochmal? Keine Ahnung, ich müsste das auch mal üben. So Hendrix-Sachen gefallen mir eigentlich sehr. Keine Ahnung. Hey Jude. Na 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 na. Ja, oder übersehe ich was bei dem Song? Aber der ist doch relativ easy. Das sind doch nur, ist doch nur eigentlich das Riff, oder? Oder wird das noch wesentlich komplizierter? Geht das noch mal irgendwie in eine andere Richtung? Lautstärke ist jetzt gut, war gestern zu leise. Okay, vielen, vielen Dank für dieses kleine Feedback. Wir werden jetzt auch noch mal die Gitarre beiseite legen und ein bisschen gucken, was für Feedback ich mir rausgesucht habe für euch. Nee, das ist von gestern. Das ist auch von gestern. Von Moritz Schmidt kommt der Kommentar des Vlogs. Ich war mal in einem schalltoten Raum, erzählt er, bei einem Lautsprecherhersteller. Das ist wirklich eine sehr erdrückende Atmosphäre, weil dir absolut das akustische Feedback fehlt. Ich bin auch bei Tonstudios eher ein Freund von lebendigen Räumen. Künstlicher Hall ist schön, zu viel davon wirkt aber billig, finde ich. Und dann schreibt er noch, das mit der Spezialisierung und Generalismus ist ein interessantes Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt. Leider bin ich noch zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen. Ich bin eher der Generalistentyp. Wenn ich schlecht drauf bin, sage ich immer, ich kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Und irgendwie kriege ich langsam ein Déjà-vu. Ja, Guntra hat, glaube ich, noch kommentiert, dass Generalisten genauso wichtig sind wie Spezialisten, wie zum Beispiel beim Orchester. Ja, das Orchester wäre nichts, wenn nicht auch der Dirigent da wäre. Irgendwo stimmt das. Wo ich dann aber auch wieder sagen muss, der Dirigent ist ja auch wiederum Spezialist für seine Sache. Ich beobachte das auch so, dass eigentlich ein Dirigent sich nicht zu gut auskennen darf auf bestimmten Instrumenten. Oder ist das so? Das wäre verschwendete Zeit. Ich glaube, heutzutage muss ein Dirigent wirklich alles das machen, was für einen Dirigenten wichtig ist. Klar muss der auch Klavier spielen können und gut Noten lesen können und solche Sachen. Das ist schon wichtig, aber es hilft, glaube ich, nichts, wenn er jetzt auch noch der total gute Violinist und Fagottist ist und so. Bin ich mir nicht sicher, ob er die Zeit, die er da an diesen Instrumenten übt, nicht lieber nutzen sollte, um gegen seine Konkurrenz, nämlich die anderen Dirigenten, die die ganze Zeit fleißig 4/4 üben oder 3-2 schlagen üben oder so, gegen die anzukommen. Aber ich bin auch
der Meinung, dass stärker denn je sowas wie ein Gesamtpaket gefordert ist von uns Leuten, gerade von freischaffenden Leuten, die sich irgendwie anbieten müssen auf dem Markt. Das heißt, man muss das können, was man, womit man sich anbietet. Dann aber auch muss man sympathisch sein oder man muss einfach gut mit denjenigen klarkommen, mit denen man zusammenarbeitet. Man muss irgendwie ein Verständnis dafür haben. Vielleicht auch ein fächerübergreifendes, ästhetisches Verständnis. Ne? Also das sind auch alles wichtige Faktoren, die letztendlich darüber entscheiden, ob man einen Job bekommt, ob man irgendwo mit reinkommt oder nicht. Ja. Ja, außerdem kommt es eben darauf an, wie präsentiere ich das, was ich kann, wie verkaufe ich das, was ich spielen kann. Das ist auch auf der Bühne total wichtig. Das ist immer so ein bisschen klischeebehaftet bei mir. Es gibt da zig Beispiele, die das jetzt widerlegen. Aber leider muss ich feststellen, dass bei Jazzmusikern oft die Musik im Mittelpunkt steht, was ja an sich erstmal nicht schlecht ist, aber auf Kosten der Bühnenpräsenz. Und das darf aus meiner Sicht eigentlich nicht der Fall sein. Wenn Gitarristen die übelsten Tonleitern und Soli dann auf der Bühne präsentieren, was hammermäßig geil klingt, hat man nicht viel davon, wenn der Typ irgendwie auf seinem Stuhl in der Ecke so halb dem Publikum abgewandt sitzt und auch so ein bisschen guckt mich bloß nicht an, macht am besten die Augen zu und hört nur auf die Musik. Ja, das ist es halt nicht. Ne? Deswegen stellt man sich nicht nur auf eine Bühne, deswegen macht man keine Live-Musik. Ne? Also die Live-Musik lebt total davon, dass auf der Bühne einfach Action auch ist, dass die Musiker miteinander Spaß haben und kommunizieren und dass der Funke so ein bisschen überspringt aufs Publikum. Das geht nicht nur über die Musik. Ich würde sagen, so eine Bühnenpräsenz ist bei einer Live-Konzert-Performance 50% von dem, was ein gutes Programm ausmacht. Bei einer CD, ja, im Studio, da kann man natürlich sitzen, wie man möchte. Von daher, also in der Hinsicht, man muss heute nicht nur Ahnung von seinem Fach haben, sondern auch irgendwie von Marketing, nenne ich es jetzt mal. Man muss aber auch nicht, man darf nicht weltfremd sein. Das ist eigentlich bei mir, ich glaube, das habe ich im Laufe meines Studiums irgendwann mal gepeilt, dass es nicht viel Sinn macht, sich in seinen Elfenbeinturm zu verschließen. Das kam auch durch YouTube, auch durch meine Schüler, dadurch, dass ich unterrichtet habe, indem ich halt immer auch Musik einfach erklärt habe und auch oft gemerkt habe, entweder ich verstehe es selber noch nicht so richtig gut oder aber es ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht oft denkt oder es ist auch gar nicht so wichtig, was ich da jetzt erklären will. Letztendlich juckt es keinen, kann man wissen, aber letztendlich ändert sich die Welt nicht, wenn man es nicht weiß. Und irgendwie, es gibt bestimmt noch mehr Gründe, die mich irgendwie dazu gebracht haben, zu sagen, nee, ich baue mir jetzt nicht so mein eigenes Nest, mein musikalisches Nest, wo nur ich mich auskenne, wo ich dann heraus sagen kann, ja, ihr versteht das Werk nicht, weil ihr einfach nicht von der Muse geküsst seid, so wie ich es bin. Oder ihr müsstet euch halt das 800 Seiten Libretto dazu durchlesen. Dann versteht ihr auch, warum die 417 Hertz genommen wurden und nicht die 425 Hertz. Keine Ahnung. Sowas in die Richtung. Da, ja, wie gesagt, ist alles so ein bisschen klischeebehaftet. Aber so von der Tendenz her würde ich sagen, ja, ist das schon eine ganz, ganz treffende Einordnung. Und ja, Klischees sind wichtig, um sich in der Welt zu orientieren. Ne? Jeder muss irgendwo vereinfachen und das mache ich jetzt gerade eben auch. Aber schreibt mir ruhig mal, was ihr dazu denkt. 3 Leute im Chat um 7:30 Uhr. Das ist ja meine besondere Ehre, muss ich sagen. So, was schreibt ihr denn noch weiter? Danach wird wieder ein bisschen geübt. Das ist auf keinen Fall Hey Joe, schreibt Instrumenten. Das ist natürlich schlecht. Natürlich ist das Hey Joe. Du hast doch die Akkorde da extra hingeschrieben. Komm, wir checken es nochmal. Aber auch jetzt nur ganz schnell. Also, du hast nur Dur-Akkorde da stehen. G, C, G, D, A, E. Okay, machen wir erstmal einfach irgendwelche Standardgriffe. Natürlich E-Dur. Was denn sonst? Jetzt willst du natürlich wissen, wie die anderen Funktionen sind, ne? C-Dur ist definitiv Subdominante. Komm, ich mach's einmal auf dem Klavier.
D-Dur ist Dominante. So, und jetzt haben wir noch A-Dur. Warte mal, hatten wir doch... Ach Quatsch, ich hab... C-Dur war falsch, ne? Ja, dafür ist es noch ein bisschen zu früh oder wie gesagt, da fühle ich mich auf der Gitarre immer ziemlich unwohl. Also, wir haben, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Und so, das ist irgendwie so ein Gegenklang, ne? Und zwar eigentlich ein Molltonika-Gegenklang, könnte man sagen, ja? Bezieht sich also auch auf E, allerdings auf E-Moll, ist aber nicht weiter tragisch. Es ist ein Akkord aus dem Molltonraum, weil eben das G in C-Dur drin ist und nicht das Gis. Ja? Das ist das kleine Problemchen, ist aber nicht weiter tragisch und alles andere ist ganz eindeutig Dur zuzuordnen. Wo geht's weiter? Genau, den Rest habe ich ja gerade erklärt, ne? Also da haben wir wir haben noch G-Dur habe ich noch vergessen, ne? So, jetzt kommen wir so langsam in die richtige Richtung. Ah, okay. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wie wir dann. Also C-Dur haben wir gerade erklärt, ne? Als Molltonika-Gegenklang. So, und das geht natürlich, das verhält sich subdominantisch zu G-Dur. Deswegen habe ich gerade Subdominante gesagt. Ah, okay. Okay, wisst ihr, wie ich das betiteln würde? Das sind Zwischensubdominanten. Das ist eine Zwischendominante auf G-Dur. Ah, okay. Ja, ist interessant. Ist ein interessantes Feld, weil D-Dur, was als drittes kommt, ja sich auch wieder dominantisch zu G-Dur verhält. Es ist aber definitiv nicht G-Dur. Also ich bin mir nach wie vor sehr sicher, dass es in E-Dur ist. Es ist nur die Frage, wie wir jetzt diesen ganzen Rest beziehen. Ach, das dauert jetzt wieder viel zu lange. Ich muss in einer halben Stunde, also nach 30 Minuten muss Schluss sein. Vielleicht liefere ich das nach, oder? Und genau, und man könnte das ganze Ding so ein bisschen fortspinnen. Tut mir leid. Also erstmal danke für die Frage. Ich bin gerade so ein bisschen überfordert, weil ich damit jetzt nicht so richtig gerechnet habe. Ich liefere das nach, weil kann nicht so schwer sein. Irgendwas, also was wir oft gemacht haben in der Harmonieanalyse, ist, dass wir halt bestimmte Zwischenetappen gesetzt haben. Wie das beim Jazz ganz oft ist, ist, dass es irgendwelche Zwischendominanten gibt, also auch so kleine Kadenzen, die halt in irgendwie so einen anderen Akkord führen. Und so ein bisschen was haben wir hier wahrscheinlich auch. Also so ein kleines harmonisches Konstrukt, was sich irgendwie so ein bisschen aufeinander bezieht, aber dann eben irgendwie dem Großen und Ganzen nach wie vor untergeordnet ist. Und das ist E-Dur. Mensch, da hast du mich aber auf dem linken Bein erwischt. Ah, und das so früh am Morgen. So, was schreibt ihr noch? Ach so, ihr rätselt so ein bisschen darüber. Ich würde sagen, das ist G-Dur. Dann wäre es 4, 1, 5, 2, 2 Dur und 6 Dur. Ja, aber dafür ist der letzte Akkord zu lang. Der geht ja einen ganzen Takt lang. Das reicht schon, ehrlich gesagt. Ja, das ist so eine Überpräsenz von dem E-Dur-Akkord, dass man sich sehr, sehr zu Hause fühlt. G-Dur ist nur so ein Zwischenakkord. Das kann eigentlich nicht sein. Und ich werde die Argumente nachliefern. So, jetzt haben wir noch 6 Minuten, bevor es in den Music Store Köln geht. Ich hoffe, wir treffen uns dort. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil eigentlich bin ich da ja zum Arbeiten. Ich muss aber mal überlegen, was ich mir von dort noch kaufen werde. Und wir müssen das WM-Orakel jetzt noch bemühen. Was könnte ich musikalisch machen? Ich habe mir überlegt, ist eigentlich nicht die beste Idee, aber ich glaube, es ist eine Idee, die man jetzt erstmal machen kann. Vielleicht mache ich es öfter, vielleicht denke ich mir noch andere Sachen aus. Ihr könnt mir gerne mal Vorschläge machen, aber ich werde jetzt gleich einfach mal... Ich werde ein paar Tonleitern spielen. Und zwar sind Deutschland meine Dur-Tonleitern und USA sind meine Moll-Tonleitern.
Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich werde jetzt mal gucken, wie nach 10 Minuten das Spiel steht. Und zwar, wenn ich fehlerfrei die Durtonleiter rauf und runter spiele, dann steht es 1-0 für Deutschland. Mal gucken. Das war schon mal mies. Das war schon mal sehr, sehr mies. Das heißt, kein Tor für Deutschland. Gucken wir mal, ob USA es besser macht. Ah! Auch kein Tor für die USA. Das ist natürlich schon jetzt ein bisschen peinlich, dass ich die nicht hinkriege. So, okay. Spiel nach 30 Minuten. Deutschland. Gleiche Stelle. Also auch kein Tor für Deutschland. Nach 30 Minuten England. USA. Ja, ich ärgere mich so, dass England raus ist. Egal. Versuchen wir es nochmal. Nein. Auch wieder gleiche Stelle. Okay, also 0-0 zur Halbzeit. Dann zweite Halbzeit. Boah, jetzt muss es aber klappen. Ich glaube, ich bin irritiert durch die zwei verschiedenen Fingersätze, die ich kenne. Aber wir nehmen den jetzt. Okay, nach der Halbzeit, wieder nach 10 Minuten, gucken wir mal. Okay, lassen wir mal so gerade eben gelten. Das ist aber nur so ein Elfmeter-Tor. Oder das ist nur so Flanke reingeben und Fuß hinhalten. Ja, am besten noch hier mit dem Knie oder sowas reinmachen oder mit der Picke. Sagen wir mal 1-0 Deutschland. Gucken wir mal, was England macht. USA macht. Ich schummel. Okay, 1-1. Das ist ungefähr der gleiche Schummler gewesen wie gerade bei Deutschland. Also 1-1 auf jeden Fall schon in der zweiten Halbzeit. So, und jetzt Spielentscheidung, würde ich sagen. Letztes Mal beide Tonleitern. Gucken wir nochmal, ob Deutschland nach vorne kommt. Nein, okay. Und USA? Nein, auch nicht. Boah, bin ich mies. Okay, aber ich muss leider sagen 1-1. 1-1 ist der Orakeltest zwischen USA und Deutschland. Und ich muss unbedingt Tonleitern üben. Das ist halt so krass. Ich meine, wenn ich das ein paar Mal langsam gemacht hätte, hätte ich es ja auch fehlerfrei hingekriegt. Aber da merkt man einfach, wie weit mein Weg noch ist. Ne? Dass ich nicht mal eben die Gitarre schnappe und sage, so jetzt mal eben zack, Dur, zack, Moll. Dann werde ich es auch nie in einem Solo irgendwie adäquat anwenden können. Das ist so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Schreibt mir gerne auch noch so ein bisschen, was ihr über Generalisten und Spezialisten denkt. Ich habe so ein Déjà-vu, wir haben das, glaube ich, schon mal besprochen. Aber es ist ein Thema, was mich halt auch nachhaltig beschäftigt, wo es wahrscheinlich auch nicht ja, das Ja oder Nein oder irgendwie so ein klares Vielleicht gibt, sondern das muss jeder irgendwie für sich selber irgendwie merken. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen derjenige, der sagt, es muss das Gesamtpaket heute geben. Das ist geforderter denn je. Der Top-Manager muss auch sich die Haare färben und ins Fitnessstudio gehen, sonst repräsentiert er nicht seine Positionen. Ja, solche Sachen. Das ist irgendwie das Maß aller Dinge heute. Ja, irgendwie alles so traurig, ne? Alles sehr, sehr traurig. Ich habe mir gestern noch Videos zur Netzneutralität angeguckt, weil es ja da in Amerika diese krasse Entscheidung gab. Und boah, das ist alles sowas von bitter. Aber da nerve ich euch vielleicht morgen mit. Vielen Dank, dass ihr im Chat wart und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, Klaus übt zum 306. Mal Gitarre. Bis morgen. Tschüss. Und wir schalten den Chat ab. Ciao.